Hallo, heute machen wir diese richtig leckeren Blaubeermuffins. Blaubeermuffins sind so ein richtiger Klassiker. Ich glaube, es gibt kaum klassischere Muffins und sie sind vor allen Dingen auch super lecker, dadurch, dass die Blaubeeren sie so richtig schön saftig und fruchtig machen. Und ich finde ja, dass Blaubeermuffins auch wunderschön aussehen. Sie sind super einfach gemacht. Ich zeige euch jetzt sofort, wie es geht und viel Spaß beim Nachbacken. Die Zubereitung von Muffins ist wirklich super einfach und zwar mischen wir erst die trockenen Zutaten, dann die feuchten Zutaten, dann miteinander und dann sind wir eigentlich schon fertig. Das heißt, ich mische jetzt zuerst die trockenen Zutaten. Dazu habe ich hier einmal Mehl, Backpulver, Salz und Zucker. Vom Zucker hebe ich etwas auf und gebe nicht alles in den Teig, denn später mache ich noch ein bisschen Zucker über die Muffins. Dann haben wir so eine kleine Zuckerkruste. Das heißt, die trockenen Zutaten verrühre ich jetzt erstmal miteinander. Und die Heidelbeeren gebe ich auch schon mit zu den trockenen Zutaten. Außer so ein paar, die hebe ich auf, die kommen später auf die Muffins, damit die Muffins dann hinterher auch richtig schön aussehen. Und jetzt sind auch schon die feuchten Zutaten dran. Das heißt, ich gebe hier Milch, Joghurt, flüssige Butter, Eier und Vanillepaste zusammen und verrühre es miteinander. Die feuchten Zutaten geben wir jetzt mit zu den trockenen Zutaten und das wird dann auch nur ganz kurz verrührt. Das darf ruhig auch noch so ein bisschen klumpig sein. Super schnell ist der Muffinteig dann auch schon fertig und jetzt fülle ich ihn einfach in ein Muffinblech. Das habe ich bereits mit Papierförmchen ausgelegt und da nehme ich einfach einen großen Eisportionierer zu Hilfe. Bei Muffins fülle ich die Förmchen immer richtig schön voll, damit sie auch schön groß werden. Und jetzt bestreue ich sie noch mit dem Zucker. Ihr könnt den Zucker auch mit Zimt mischen und die Muffins mit Zimtzucker bestreuen, auch richtig lecker. Und so bekommen die Muffins dann eine Zuckerkruste obendrauf. Das ist aber optional, muss man nicht machen. Und jetzt können die Muffins auch schon gebacken werden und zwar bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen ca. 25 Minuten, bis sie schön goldbraun sind. Die Muffins habe ich jetzt vollständig abkühlen lassen, dann können wir sie vernaschen. Ihr könnt natürlich auch schon warm probieren. Und das Muffin-Rezept geht ja wirklich super einfach. Ihr könnt natürlich statt Blaubeeren zum Beispiel auch Schokostückchen verwenden oder andere Früchte. Das ist ja bei Muffins super einfach, weil ihr da einfach nur so ein Grundrezept habt. Und jetzt zeige ich euch einmal auch nochmal das Innere der Muffins. Der Muffin ist so richtig schön saftig und obendrauf haben wir die leckere Zuckerkruste und innen drin, oh lecker, die ganzen Blaubeeren. Ich lasse mir jetzt meinen Muffin schmecken und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und schreibt mir doch in die Kommentare, welche Muffin-Varianten ihr noch sehen möchtet. Viel Spaß!